So, wir müssen jetzt mit dem hier mal wieder um die Ecke schrauben. Ja, gut, jetzt mal. Alex, du im neuen Studio. Ja, wo sind wir überhaupt hier? Sind wir hier noch bei. Sind wir überhaupt bei Halb so wild oder was? Ja, Tatsache, in Studio 1 von Halb so wild sind wir. Herzlich willkommen, Leute. Moin, Leute. Bei Halb so wild. Mit André. Und Alex. Was geht? Man glaubt's ja kaum. In den letzten Wochen war er ja mit den Videos immer mal wieder ein bisschen sporadischer. Aber wir haben halt hier viel umgebaut. Ja. Unter anderem halt hier das Studio 1. Dann haben wir im Teil noch eine zweite Ebene reingezogen, dass wir halt mehr Regale haben. Also wenn ihr sehen könntet, wir können ja jetzt da hochgucken, ne? Wenn ihr sehen könntet, ihr würdet schon sagen, alter Falter. Aber wir machen noch eine schöne Roomtour mit euch. Genau. Auch durchs gesamte Studio. Das ist jetzt nicht so groß, wie es das vielleicht aussieht. Ja, relativ. Das ist da vorne schon zu Ende. Ja, aber gut. Ja. Wir gucken auch noch rüber in Studio 3. Das ist ein bisschen größer zum Werken. Da schalten wir auch gleich rüber. Ja. Aber unser Projekt, das kommt erst später. Weil wir wollen uns noch bei einem und bei einer ganzen Gruppe von Leuten bedanken. Goose und das Team von Ruhrpott Outdoor. Dr. Auf jeden Ost, Fall. Eisenhans, Atti, Long Creek. Die ganze Sippe. Die ganze Sippe. Ja, die ganze Familie da. Vielen, vielen, vielen Dank für euren Support. Und im nächsten wollen wir natürlich auch alle Abonnenten, die jetzt in unsere Fahrrinne gespült wurden, sage ich mir mal schön, kann man das so sagen, also die bei uns jetzt sind, die auch gerne uns supporten mit dem Abonnenten, mit dem Abo, wollen wir herzlich willkommen heißen. Ja, bei uns, bei Halb so wild. Was machen wir überhaupt? Also vielleicht können wir kurz erzählen für die, die jetzt dann zu neu kommen, was wir überhaupt so machen. Ja. Hast du einen Plan? Also do-it-yourself machen wir. Do-it-yourself, ja. Upcycling, ja. 5-Euro-Projekte, 20-Euro-Projekte, Toiletten. Ja, also eigentlich haben wir angefangen, wir haben beide einen Camper, Alex und ich, und wir haben uns da auch kennengelernt und haben unseren Camper ausgebaut. Ja, zu einem, also unseren Bus oder Van zum Camper. Und da haben wir euch mitgenommen schon zu einigen Projekten. Wir haben auch schon mal kleine Mini-Camper ausgebaut und haben das gefilmt. Das seht ihr ja hier in unserem Kanal. Wir sind aber auch total gerne in der Natur. Wir haben Bock auf Bushcraft. Wir schnitzen was. Wir machen gerne Feuer. Alles, was halt so kleine Jungs gerne machen halt eben so. Ne? Irgendwie mit Spielzeug. Und vor allem, wir testen auch ganz gerne mal irgendwelche Ausrüstung, die wir am Ende nie benutzt haben, aber in der Theorie auf jeden Fall sehr geil ist. Ja, wir haben sie. Genau. Demnächst kommen auch noch ein paar geile Videos. Wir haben da ein paar neue Sachen gekauft. Ja, auf jeden Fall. Und, ja. Wir waren auch schon im Kanu unterwegs, weil ich sehe es gerade, das hängt nämlich da oben an der Decke. Ja, im Wald waren wir unterwegs. Ja, häufiger schon. Genau, und das nächste, wir wollen jetzt auf jeden Fall wieder, Wetter wieder geiler, wir da raus in den Wald. Ne? Ich habe ein neues Messer. Ja. Du hast einen neuen Spaten und einen neuen Labello, glaube ich, hast du dir auch besorgt. Labello, genau. Ein Outdoor-Labello. Ganz wichtig. Genau. Und den wollen wir mal testen gerne. Ja. Den nehmen wir euch da gerne mit, mal wieder in den Wald zu gehen. Und ja, und dann bauen wir natürlich gerne in unsere Halle rum. Denn heute haben wir ein neues Projekt, was wir noch schnitzen wollen. Genau. Wir haben nämlich neben unserem Studio 3, werden wir so eine kleine Lounge bauen, dass wir Leute einladen können, hier sich hinsetzen kann, Cocktails trinken kann und so weiter. Und danach kommt schon Studio 7 nämlich, ganz am Ende. Also bauen wir heute die Halb so wild Tiki-Bar. Ja, ja. Denn eigentlich, ich weiß nicht, ob ich das schon droppen darf, wir stellen uns ja mal vor, dass wir mal so ein schönes Halb so wild Treffen machen. Mhm. Mit ein paar euch ausgebauten Campern, mit dem Zelt, ihr könnt auch zu Fuß kommen oder im Lastenrad, uns egal. Ja. Hauptsache lasst einen Daumen hoch. Nein, Quatsch, das ist schon oder Daumen runter und ein Abo. Nein, Quatsch. Also wir stellen uns mal vor, wir haben das ja mit ein paar Jungs gemacht, ein paar Freunde schon mal. Mhm. Hier in der Halle, bei uns im Studio und haben uns da schön hingestellt, ein bisschen gefeiert und schön abends die Feuerschale rausgepackt. Ja. In unseren Campern gepennt und dann nächsten Tag wieder nach Hause. Und das könnten wir uns mal vorstellen, das mal ein bisschen etwas auszuerweitern und da nehmen wir euch gerne mit und wir wollen nicht zu viel verraten. Wir haben Bock. Weil wir selber noch gar nicht wissen. Ja, wir müssen erstmal hier fertig werden. Genau. Weil André muss hier noch aussortieren. Ah ja, danke, so danke mein Freund, dass du das Thema nochmal aufholst jetzt. Genau. Ja. Ich habe einfach zu viel gerumpelt. Ah ja, aber es gibt sich schon. Absolut. Aber am Ende, weißt du, du baust ja immer Projekte mit diesen 5-Euro-Dingern, wo du sagst, ja, ist ja da. Das weißt du, das war ja da. Wo kommt das meiste her, das meiste Zeug? Ja, hier.
Das ja. liegt ja schon, weißt du so. Apropos, wir hatten jetzt letztens so ein Bild bekommen von so einer sehr geilen Spüle für, ja. für eine Werkstatt. Auch für 5 Euro gebaut. Ja. Daumen nach oben. Die Alex-Methode, ey. Die Alex-Methode. Alex, 5 Euro war ja eh da. War ja eh da. Geil. Geil. Vielleicht binden wir da gleich mal schnell ein. Ja, 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 genau. So, in dem Sinne, schalten wir uns rüber nach Studio 3 in die Werkstatt. Ja, komm. Rein. Und auf geht's. Ja, bleibt dabei. So, willkommen bei uns in Studio Nummer 3. Jo, jetzt geht's auf. Hier, wird wieder getackert hier. Getackert wird. Tacker, tacker. Geht kaputt. Kaputt? So, erzähl mal kurz, was wir machen. So, wir wollen halt eine Tiki-Bar bauen auf Rollen. Was ist eine Tiki-Bar? Eine Tiki-Bar ist eigentlich. Tiki-Bar ist halt so eine. Was ist das? Ein Tiki-Kopf. Kennst du? Tiki? Tiki? Titi? Titi kenn ich. Titi? Ja, Titi ja. kennst du. Lass uns die Paletten holen, die lange quatschen und wir machen eine ja. schöne, würde ich sagen, Ahula-Musik. Kriegen wir das hier mit Zauberei? Ja klar, komm, okay. wir holen rüber. So, da haben wir die Paletten. Easy. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Laterit, weil dann werden wir 2 Stück auf jeden Fall schon mal, hier wo die dicken Dinger sind, da tun wir Latten drauf. Lass mal machen einfach. Fangen wir einfach an. Ich verstehe eh nicht, was... Hey. Ich verstehe es eh nicht. Lass einfach machen. Lass einfach machen. Komm. Wenn jetzt hier von der Seite einfach eine Latte reinpacke, dass er zusammenhält. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt 1, 2, 3, 4 Stück. Noch ein Fact. Wenn wir das Ding mitnehmen zum Festival und das wiegt 28.000 Kilo, dann nehmen wir das nicht mit. Das muss ja auch. Das ist ja auch Rollen, wir können das ja einfach hinten an den Camper dran binden. Ja, das ist natürlich auch ein nasses Tier. Du hast immer Argumente in der Hinterhand. Stichhaltige. Ja, stichhaltige. Haben wir nicht noch? Ja, wir haben länger Schrauben. Ich weiß, die waren vorher hier. Ich weiß nicht mehr, wo die sind. Ja, guck mal, die sind doch lang. Ich hole doch mal andere. So, wusstet ihr, dass ich mein Essen gewohnt habe, Leute? Ja? Wusstet ihr das? Das können wir noch hier drüber hängen übrigens, ne? Falls wir das. Essener Kennzeichen finde ich immer gut. Essener Kennzeichen ist immer gut. Lass uns das, die Tiki-Bar auf, lass uns die irgendwie anders nennen. Borbeck? Kemnader-Bar? Kemnader-Borbeck-Bar? Kemnader-Borbeck-Bar? Oder was gibt es noch für Stadtteile von Essen? Süd? Süd, ja. Süd? Altessen. Bremenein? Ja. So. Da gibt es noch dann verhasste Kettwig. Kettwig ist, ja. Da will doch keiner wohnen. Friedrop, wo ich wegkomme? Friedrop, wo du wegkommst. Also ich komme ja aus Rothausen eigentlich, ne? Aus Rothausen? Ja, Gelsenkirchen, Rothausen. Das merkt man. Weiß das überhaupt jemand? Ich glaube nicht. Ich glaube, das will auch keiner. Nee, ich glaube, will auch keiner wissen, ne? Ja, das ist sehr gesund an. Ja, da muss ich. Das hält doch! Ja, das hält doch! Komm mal, um nur eine, ey, und dann ist auch. Ja, aber die wollen wir die nicht vorbohren und. Ja. Hast ja recht. Weiß ich doch. Ich weiß aber, du recht. Wo ist denn der Vorbohrer? So. Ja, von der Stabilität gereicht. Meinst du? Nee. Lass uns doch noch ein bisschen da durchzug. Ich brauch's doch gleich eh heimlich, damit ich guck was heißt. Natürlich. Hör auf. So, wir werden jetzt hier einfach ein paar Winkel anbringen. Und genau dasselbe auf der anderen Seite. André meint, das reicht aus. Auf jeden Fall reicht es aus. Wir sehen. Ja. Und wenn nicht, mache ich dich verantwortlich dafür. So machen wir es. Weil du der Ingenieur bist. Wie immer. Wie ja. immer. Machst du gut. Du hast ja... Ich habe sowas studiert mal. Hast du was studiert, ne? Irgendwann mal. Da muss ich, glaube ich, den um die Ecke Schrauber holen mal. So, wir müssen jetzt mit dem hier mal wieder um die Ecke schrauben, weil das hier unten zu eng ist. So, dann haben wir die erste Seite fertig und können gleich essen und wechseln dann auf die zweite. So, Freunde,
sieht's aus. Also wir haben jetzt mal hier das Zwischending gebaut, reingemacht. Hier die andere Palette dran. Genau, hier bauen wir nachher irgendwann nochmal ein Regalbrett rein. Mhm. Schauen wir das Bildblatt drüber. Und hier oben die Theke. Die Theke. Ja, die machen wir. Die machen wir mal. Glaube ich. Servieren da cooler, besser. Ach so, jo. Da hast du natürlich recht. Das wäre ungünstig. Die machen wir dann nach vorne bündig. Zieh erstmal die Schrauben an. Dann. Hä? Erstmal die Schrauben anziehen und dann. Hier, Schrauben anziehen. Nee, hier. Da. Da. Dann bewegt er sich doch nicht mehr. Achso. Hast du recht. Ja, und jetzt hier noch drei. Geil, ist schon fertig das Ding, glaube ich. Hier schnell. So, Freunde, da sind wir wieder. Ja, da haben wir. Da haben wir aber. Gerade das Schneider zusammengezimmert. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei dem Video. Sieht geil aus, ne? Mega gut, ey. Ja, oben kommt noch ein kleineres Banner dran. Das haben wir jetzt nicht so mit einberechnet. Ein bisschen groß geworden, ne? Ja. Ja, da können wir noch so einen Schriftzug machen. Vielleicht machst du ein Branding mit halb so wild Branding oder so. Weißt du, einem Lötkolben. Geile Idee. Ja? Geile Idee. Können wir da oben noch hinmachen. Und einen Wildschweinkopf. Ja. Ja. Den zeichnest du freihand. Mach ich freihand. Ja, mega. Ja. Ja. Ja, wir zeigen euch mal die Teils eben noch jetzt hier und dann. Rein. Grüße gehen noch raus an Vanlife mit Liko. Ja, stimmt. Danke für den Aufkleber. Wo ist der überhaupt? Er hat uns nämlich auch noch einen lieben Brief geschrieben und uns einen von seinen geilen Aufklebern geschickt. Ja. Liko, da gibt es auf jeden Fall Aufkleber noch zurück von uns. Machen wir. Von den neuen sogar. Mhm. Und ich denke, wir werden hier ein paar Kunststoffschilder noch an die Bar anbringen. Ja. Und wenn ihr Bock habt, schickt uns eine Mail, schickt uns eure Aufkleber und die kommen dann hier an die Bar. Ja. Und auf der Roomtour seht ihr dann nachher, wie das hier alles fertig aussieht. Das, weil hier vorne werden nicht nur die Barstühle sein, sondern auch noch eine Sitzgarnitur, wo man sich hinsetzen kann. Und ja, das wird geil, Alter. Das wird mega geil. Ja. Der Sommer steht an. Ja. Ihr seid immer gerne eingeladen. Warte, ihr fehlt noch mal, wir müssen noch ein Schild dran machen hier vorne. Ach so, ein Schild? Ja. Erstes Schild, ich würde sagen, das machen wir das alte Kennzeichen aus Essen. Muss ja nicht erstmal vorbohren. Hab ich schon. Hast du schon? Ja klar, bin schon vorbereitet. So, warte mal. Wo wollen wir hinmachen? Die einfach so schräg oder? Mach einfach schräg da dran. Schräg, ne? Dran ist dran, würde ich sagen. Dann bring ich hier. Okay, dann gucken wir bei meinen Eltern auch wieder. Ja. Dann bring ich mein erstes Kennzeichen. Mach das bitte. Also nicht mein erstes, aber eins. Bei mir von den wenigen, die ich überbewahrt habe. Vor der Skoart war das bei mir. Echt? Ja, von 88. Okay, mein erstes Auto war ein Mazda 323. Auch geil. Richtig hässlich. Ja. Aber dafür hat, dafür hat er viel verbraucht. Und Öl. Und Öl auch, genau. So, also, wir nehmen uns jetzt ein. Ja. Aber ich denke mal, heute mal von dem guten Zeug. Also, alles halb so wild. Haut rein, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Video. Wie gesagt, im Sommer machen wir vielleicht noch was Geiles. Mhm. Und ja, in dem Sinne, wunderschönes, nee, nicht Wochenende, wunderschönen Abend. Wunderschönen Mai. Oder wunderschönen Mai, genau. Falls das Video im Mai rauskommt. So, Mike mal fragen, wenn das jetzt schon Mike mal fragen. Oh mein Gott. Also, macht's gut. Leute, haut rein. Ciao, ciao.